Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kena Bridge of Spirits. Ja, in der letzten Folge sind wir ja dem Bruder von den beiden Grünhaarigen hier etwas näher gekommen. Aber wir müssen ihn jetzt dort oben suchen. Mal schauen, wie wir da hinkommen. Das wird noch eine lustige Reise, befürchte ich. Wobei ich mit lustig nicht lustig meine. Mal schauen. Also, ich denke, hier muss man gleich wieder springen. Ja. Das war knapp. Okay, es geht rechts rum und es geht links rum. Gibt es hier noch irgendwas zu entdecken? Jetzt kriege ich auch noch Schluck auf. Auf jeden Fall kriegen wir hier noch was, was wir einsammeln können. Oder auch nicht. Moment. Doch. Nein. Oder habe ich jetzt gerade was eingesammelt? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir gehen jetzt erstmal in die andere Richtung. Also die haben das gefressen. Das habe ich jetzt mitbekommen, aber... Der kleine Anführer mit dem Hütchen sitzt übrigens bei mir auf dem... auf der Schulter. Rusoberg. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich kurz... Da habe ich was gesehen, genau. Können die mir da helfen? Scheint nicht. Tja, gucken wir mal, was wir hier mit dem Berg machen können. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt aktivieren muss, erstmal bevor man das benutzen kann. Deswegen drücke ich da besser drauf. Die sitzen da hinten. Ja, das wurmt mich jetzt ein bisschen, dass ich nicht weiß, was man damit machen kann. Da hinten ist schon wieder so eine Blume. Es kann natürlich sein, dass wir vielleicht später irgendwas bekommen, dass wir die Sachen benutzen können. Dass wir das so wirklich noch gar nicht können. Da denke ich mal, müssen wir gleich rein. Sprechen wir mal eben mit den beiden. Wo waren sie jetzt? Hier. Rooster's house is so far away. You can see his lookout at the top of the cliffs. Ja. Das ist nicht besonders hilfreich. Da hinten sehe ich noch was leuchten. Das weiß ich natürlich nicht. Ob das was ist, was wir einsammeln können oder eine Laterne. Vielleicht ist es auch eine Laterne mit etwas, was wir einsammeln können drin. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist eine Markierung drin, dass ich da hochspringen kann. Das heißt für mich, dass ich auf jeden Fall mal hingehen sollte, um nachzugucken. Ah, ja, 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 ja. Okay, was ist das? Na? Ah! Hallo Kleiner, willkommen in der Familie. Sehr schön. Dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Da hinten, nee, da hinten können wir nicht springen, okay. Was ich jetzt noch nicht verstehe, ist dieser komische Wasserrand. Der sieht, entweder sieht er nur komisch aus, weil das von der Grafik her so seltsam ist. Oder das hatte jetzt was zu bedeuten, keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall erstmal wieder zurück. Und dann bin ich mal gespannt... Aber ich würde trotzdem gerne wissen, was da mit der Blume ist. Das Problem ist, dass wir... Moment, da leuchtet aber auch noch was. Dass wir ja schon mal so eine Blume gesehen haben und da konnten wir auch nichts mitmachen. Ich habe keine Stimme mehr. Es tut mir leid. Ich gucke jetzt trotzdem mal. Wir können auf jeden Fall da hoch. Frage ist nur, bringt uns das jetzt irgendwas? Können wir hier auch hoch, oder? Oh, ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ist das jetzt nur als Barrikade gedacht? Ich dachte, wir können hier hoch. Da können wir auch nicht hoch. Ja, oder wir müssen uns später darüber ziehen lassen. Ich weiß es nicht. Ja, okay, es war zumindest ein Versuch wert. Jetzt sind wir pitschnass,
Aber Sonne ist ja draußen. Sollte schnell wieder alles trocknen. Habt ihr das gerade auch gesehen? War das jetzt gut oder böse? Das war auf jeden Fall böse. Kann ich nochmal umdrehen? Ich glaube, ich habe auch nicht gespeichert, oder? Scheiße. Okay. Also bevor ich jetzt da reingehe, links, das kann ich schon mal verwenden. Gibt es da noch was anderes? Ist ja noch nicht. Okay, hier sind erstmal nur die kleinen Krieger. Boah, die kommen ja hier so schnell raus. Ah, falsche Taste, falsche Taste. Scheiße. Okay, den haben wir schon mal. Aber wir müssen erstmal dafür sorgen, dass das hier frei wird. Okay. Nein, falsche Taste. Ah, ich drücke heute nur noch die falschen Tasten. Es geht aber nicht. Okay, das geht auf jeden Fall. Aber von oben kann ich noch nichts machen, oder? Oh, der schon wieder, der schon wieder, der schon wieder. Ja, 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 ja. Moment, lass es mich. Nein! Nein! Was macht die? Geh weg! Boah, ist das sein Ernst? Ich kann mich auch nicht bewegen. Wieso kann die denn danach nicht mehr? Okay. Irgendwie habe ich jetzt gar keine mehr zur Verfügung, oder was? Wieso kann ich die nicht mehr auf den drauf schicken? Leute, ernsthaft jetzt. Okay. Also, was ich nicht gewusst habe, so wie es aussieht, kann man wirklich bei so einem größeren Gegner nur einmal... Okay, ich denke mal, das müssen wir da draufstellen, oder? Kann man das nur einmal, kann man den nur einmal angreifen mit denen? Ich stehe jetzt gerade noch ein bisschen neben mir, weil ich gerade ein bisschen geschockt bin. Ich dachte, man kann ihn jetzt mehrfach angreifen. Wir haben Punkte. Nee, das ist das Falsche. Moment. Wir haben Punkte bekommen. Das heißt... Ja, das heißt aber auch gleichzeitig, dass wir... Ja, was nehmen wir denn jetzt da? Moment, drücke nach dem Parieren, um einen Wirbelangriff auszuführen. Das ist natürlich nicht schlecht. Das wäre der Gegenschlag. Aber das Parieren mache ich ja eigentlich gar nicht, ne? Ja, den Einsatz vom Schild.
Doch, da meinen die aber das Schild mit. Ne? Man macht das Schild und macht dann diesen Gegenangriff. Das ist eigentlich das, worauf ich gehofft habe. Wir können sogar beides streng genommen freischalten. Ja, wir machen das jetzt erstmal. Wobei ich nicht genau weiß, was ist das jetzt überhaupt? Drücke. Achso, das war das mit dem Sprinten. Okay. Und dann machen wir das auch. Halte RT und drücke X um einen... Ah, okay. Ja, perfekto. Dann geht's hoffentlich etwas gestärkt weiter. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Oh, sieht alles so herrlich. One of Tara's memories. I should see where it leads me. Okay. Ich wollte gerade noch sagen, es sieht alles irgendwie so herrlich, ja, chinesisch aus, japanisch, wie auch immer. Wo führt sie mich denn hin? Oh, über den Abgrund? Nee, es ist kein Abgrund, oder? Nee. Ach, komm schon. Ich hasse solche Sprünge. Warum steht ihr hier? Er steht nur hier, weil er mich ärgern wollte. Ich merke das schon. Okay. Der führt mich wieder zurück. Hä? Da oben links. Ach so. Ah. Was ist denn hier? Da kann ich auch noch mal rüber. Ich würde schon fast sagen, dass wir da... Aber da müssen wir wahrscheinlich gleich weiter hoch, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Maske verwenden. Look. A tear of the forest. It's a sign of regrowth. Ja. Das stimmt. So. Machen wir uns zumindest ein bisschen den Weg frei. Da hinten ist noch was. Können wir hier noch irgendwas machen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich denke nicht, dass ich das so weit... Okay. Ich denke nicht, dass ich das so weit dahin bringen kann. Die wackelt so komisch. Ach Mann, aber wenn das jetzt der Weg ist, würde ich normalerweise sagen, dass ich doch vorher nochmal versuche. Aber hier ganz auch noch hoch. Kann man da denn auch wirklich hoch? Ah, nee, okay, da rutscht man runter. Dann werde ich wahrscheinlich hinten auch runterrutschen. Okay. Ah, das muss ich aber doch noch säubern. Oh je, oh je. Ob ich da so schnell hinkomme, das weiß ich aber nicht. Ist die Blume irgendwie weiß geworden? Komm mit! Mann! Blödes Ding. So, jetzt aber. Und das alles nur wegen Steinen. Na toll. Ich habe gedacht, hier kommt man weiter. Okay, dann... Schauen wir nochmal. Aber da war was mit der Blume. Das muss ich mal, weil die wurde weiß, als ich da...
muss doch irgendwas zu bedeuten haben. Also da rutsche ich wieder runter, aber streng genommen, da oben ist noch was, wo man eigentlich hin kann. Angeblich. Also ich habe keine Ahnung. Oh. Hallo. Ah. Okay. Das ist fies. Hätte ich das vorher gewusst, wäre ich darüber gesprungen. Ach so, Moment. Bin ich denn da jetzt rumgelaufen? Moment, hier, ne? Bin ich da runter? Okay. Und wenn ich jetzt da hochgehe, rutsche ich jetzt wieder runter, ja? Ist jetzt richtig. Ja. Das ist ja fies. Ja, da bin ich aber hergekommen. Komme ich denn da jetzt weiter hoch? Oh je. Oh, ich ahne das Schlimmste, echt. Okay. Wenn man da schon Probleme mit hat, dann bin ich nämlich immer die Erste, die eben diese Probleme dann auch bekommt. So, fresst euch satt, meine lieben Kleinen. Ich glaube, ihr levelt dadurch. Ich bin mir nicht sicher. Aber irgendwas Positives war es auf jeden Fall. Ich meine, bin ich hier nicht hochgekommen? What's wrong with Rusu's house? All the trees look funny. Let's keep going. Ach, das ist ein... Ah, das ist ein Schnellreiseding. Okay. Kann ich mit euch noch sprechen? Nö, ihr seid schon wieder weg. Na toll. Das ist aber sehr schön, ne? Da möchte ich gerne mal nach Möglichkeit natürlich, ohne dass ich hier runterfalle, gerne mal reingucken. Also so die ganze Umgebung hier finde ich sehr, sehr schön. Erinnert mich aber auch ein wenig an, wie hieß das Spiel jetzt nochmal, wo wir den Göttern helfen mussten. Das habe ich übrigens leider noch nicht zu Ende gespielt. Vielmehr dann, oh Gott, auch vor kurzem auf. Oh nein, nein, nein. Oh. Ich wollte mich jetzt verarschen, oder? Hä? Ich kann doch jetzt nicht... Ich kann aber da niemals so weit springen. Da rutsche ich hier doch komplett runter. Da oben soll ich hin. Das ist ja auch okay, aber ich kann ja hier nicht entlang hangeln und nix. Ach du Scheiße. Ist das euer Ernst? Und wenn ich Pech habe, knalle ich daran vorbei und in den Wasserfall und dann bin ich weg, oder was? Das ist doch nicht euer Ernst. Also ich kann mich da nicht dran entlanghangeln. Und da vermutlich auch nicht drauf, ne? Aber da komme ich niemals hin. Wie soll ich das denn machen? Da steht zwar dran, ich soll da hinten hin. Ey, Leute. Euer fucking Ernst, echt. Ich könnte zurück und dann vorne auf die... Da hängt noch was. Ich weiß aber nicht, wenn ich da jetzt runterspringe, ob ich da überhaupt wieder hochkomme. Da hängt was im Baum. Also ich denke... Oh, da hinten ist auch noch was. Da muss ich vielleicht komplett da entlang. Das weiß ich jetzt nicht. Aber warum ist das dann hier... Oh, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt, dass ich dann natürlich hier verrecke. Das ist ja mal scheiße gemacht. Okay.
Also da hinten komme ich niemals hin, wenn ich darüber springe. Das Problem ist, wenn ich das ausprobiere, dann liege ich wahrscheinlich ganz unten im Wasser drin. Ja, toll. Obwohl, da ist auch wieder so ein Zeichen, dass ich da hoch soll. Hä? Ach so, hier kann ich noch rum. Oh je, okay. Boah, ich wollte gerade sagen, halte ich bloß fest. Ah! Okay. Okay, okay, okay. Tomb Raider-mäßig hangeln wir uns hier entlang. Du sollst eigentlich hochspringen. Geht das hier noch nicht? Oh Gott. Nein, das ist nicht euer Ernst. Aber zumindest bin ich noch hier. Aber ich kann auch nur noch einmal springen, wenn ich so weit springe. Willst du mich verarschen? Da muss es doch irgendeinen Trick beigeben. Mit einem Stein kann ich bestimmt auch nicht springen. Das ist zu weit weg. Oh. Ich sag lieber nichts mehr. Okay, komme ich da weiter nach rechts? Nee, da muss ich unten. Oh, ihr wollt mich doch verarschen. Das ist echt nicht euer Ernst hier. Oh Gott. Ich möchte nochmal betonen, dass ich Höhenangst habe. Und weiß, was alles so passieren kann in solchen Höhen. Ich meine, gut, das haben wir jetzt eben auch schon eindrucksvoll mehrfach gesehen. Okay. Da müssen wir rauf. Ich denke mal, wir müssen da oben rein. Aber da geht's auch noch nach rechts rüber. Probieren mal. Erstmal darüber zu gehen und zu gucken. Ja, du sollst weitergehen, komm. Und zu gucken, was da ist. Geh doch einfach weiter. Komm, heute noch. Vielleicht ist es auch die gleiche Höhle, man weiß es nicht. Okay. Ah, nee. Geisterpost. Okay. Kann ich hier durch? Natürlich nicht. Da muss ich wieder den gefährlichen Weg ausnehmen. Oh Gott. Okay. Kann ich mich hier ganz vorsichtig Kante greifen? Ah, okay. Das ist gut. Gute ist ja, dass das mit dem Springen und so recht automatisch geht. Ich glaube, sonst würde ich hier bekloppt werden. Okay, da können wir auf jeden Fall schon mal hoch. Und hoffentlich auch weiter. Da geht's weiter. Gibt es hier noch irgendwas? Nee. Achso, ist wieder eine Kante. Ja, ich weiß nicht, wofür das Spiel ursprünglich mal gedacht war, aber jetzt spielen wir Cliffhanger. Eieiei. Nur noch am Klettern hier. Okay. Aber ich gebe zu, ich fühle mich irgendwie wohler, wenn ich wieder festen Boden unter den Füßen habe. So. Ach so, ihr Drecksäcke. Oh, das ist jetzt aber... Nee, das ist nicht euer Ernst, oder? Ey, wenn ich das... Ich muss hier eben speichern.
Wenn ich das verhaue und da jetzt komplett... Ey, nee. Oh Gott. Aber es war mir so auf jeden Fall jetzt sicherer. So, Moment. Jetzt stand da aber, dass ich hier oben auch nochmal hin kann. Das ist die Frage. Ich denke mal... Ich höre hier komische Schritte wieder. Ich denke mal, dass ich da rum soll. Also versuche ich mal eben... Okay, hier vorne ist noch was. Dann stell das mal dahin. Ne, nicht ganz. Komm. So. Ich hoffe, dass wir jetzt hier noch einen finden werden. Muss ich freigeben. Ja, ich war mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob die das automatisch gemacht hatten. Ja, springen da hoch. Der Arme. Hi. Einer fehlt noch. Ja. Aber gut. Ich hoffe, dass wir noch einen finden auf dem Weg. Sieht alles so... Ah, da oben waren wir noch gar nicht. Okay. Ich muss jetzt hier nur aufpassen, dass ich da nicht komplett runterfalle. Oh, das wäre es jetzt noch. Okay. Hinten rechts sind die. Oh, ich weiß auch warum. Aber ich, da oben muss ich doch noch hin. Maybe the rock can help. Ja, dann zieht mal kräftig, ne? Hurry, I don't think they can hold it for long. Aber ich will doch da hoch. Nein, was macht die? Das ist sowas von dämlich, dass das mit den Doppelsprüngen manchmal nicht funktioniert. Vielleicht war das ein Zeichen, dass... Aha, ja, das war ein Zeichen, dass ich hier probieren soll, ob ich hier hochkomme. Weil hier oben ja noch Sachen waren, wie ich ja gesehen hatte. Oh, da muss ich schon wieder kämpfen. Nein. Muss denn das sein? Oh je. Okay. Und nicht der schon wieder. Hallo? Die wollen mich echt verarschen. Ich rede jetzt am besten gar nicht mehr. Und wenn ich gar nicht mehr rede, dann wird das die Aufnahme, die ich nehmen muss. Obwohl ich sie nicht nehmen will, weil ich da nicht gesprochen habe. So. So kann ich die eigentlich immer neu machen. Ihr geht mir echt auf die Eier. Ganz ehrlich. Wehe, du erwischt mich nochmal da, wo ich gar nicht bin. So. Könnt mich mal.
Nee, warte noch ein bisschen, warte noch ein bisschen, warte noch ein bisschen, warte. Leck mich! Ha! So. Ah! Das ist doch nicht normal hier. Das habe ich alles eingesammelt. Ich habe jetzt nicht gerade... Ich habe ein Vogelnest für einen Hut eingesammelt. Oh mein Gott. Aber ich muss ganz schnell mal kurz speichern. Ich glaube zwar, dass er danach gespeichert hat, aber das ist mir dann doch sicherer. Oh, war das jetzt ein Krampf? Also nicht nur ein Kampf, sondern wirklich auch ein Krampf. Das ist, ja. Aber ich habe es letztendlich noch geschafft. Und das fand ich gut. Hurry, I don't think they can hold it for long. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob die es wirklich nicht lange halten können. Nein! Willst du mich veräppeln? Hallo! Ich war doch schon darüber. Also dieses Spiel mag mich heute irgendwie nicht, aber ich bin auch auf der anderen Seite. Ja, das, zumindest das hat er angenommen. Oh, echt jetzt. Moment. Hier ist irgendwas. This pack is tiny. It looks like it could have belonged to one of the children. Hm. Jetzt habe ich gesehen, dass er gespeichert hat. Das ist nicht gut. That corruption is powerful. There must be a relic nearby. I need to find another way around. The forest has become too dangerous, Taro. The village is the safest place for you. If you hurry, you can make it back before sundown. I'll come for you when my work here is done. Das ist ein Reisestein, ne? Ja. Ja. Also, das sieht für mich so aus, als ob wir hier doch noch eine Menge machen müssen. Allerdings sehe ich jetzt gerade auf Anhieb nicht, wie wir das machen können. Aber egal, das werden wir bestimmt noch rausfinden. Beziehungsweise hinten geht es, glaube ich, noch weiter. Ich würde sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil die Folge doch schon extrem lange geworden ist. Dank meiner super tollen Kistengegner heute. Und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.